So Leute, ich bin jetzt hier mal drin, in dem Ding, was hier komplett abgebrannt ist. Eigentlich bis auf die Grundmauern kann man bald sagen. Ich will trotzdem mal wissen, was hier noch so drin ist. Ach du Scheiße, es lebt mir doch kein Mensch. Leute, guckt euch das an. Soweit ich recherchieren konnte, war das riesige Gelände wohl unterteilt in Bergheimat. Dort lebten hauptsächlich Kinder aus gescheiterten Familien. Diese gingen auch im Ort zur Schule. Oberhalb der Bergheimat war wohl der Bergfrieden. Dort wechselten alle 6 Wochen die Kinder, die dort zur Kur waren. Das komplette Areal gehörte einem Kinderarzt. Guten Morgen. Hi Leute, wie versprochen geht's heute weiter zu unserer Kinderheimtour. Wir waren ja gestern Abend schon dort, haben schon mal ein bisschen geguckt, ob es sich lohnt, heute nochmal hinzugehen. Und es lohnt sich definitiv. Wundert euch nicht über meine Stimme, ich bin ein bisschen, keine Ahnung, Stimme ein bisschen gedämpft. Ja, es war ja bis jetzt auch ein anstrengendes Wochenende. Also wir hätten ja gar nicht geplant, dass wir überhaupt noch hier in der Gegend sind. Und gestern noch bei der Kälte und bei dem Regen. Aber uns lässt das hier nicht los, weil hier gibt es so viel zu entdecken. Ja. Und so viel zu sehen und es ist einfach beeindruckend. Ich habe auch schon mal ein bisschen recherchiert. So sehr viel habe ich noch nicht rausbekommen. Es soll auch so seit circa 25 Jahren leer stehen. Wenn das alles so stimmt, ne? Ich muss ja mal gucken, ob ich noch was rauskriege. Vor allen Dingen in dem Haus unten diese ganzen kleinen Kinderstühlchen, die bunten und die bunten Tische und die kleinen Schränkchen. Naja gut, wir starten jetzt erstmal zur Tour und alles weitere später. Ciao. Tschüss. Bei meinen vielen Recherchen fiel mir immer wieder ein Name ganz besonders auf. So suchte ich, wie ich mit ihm in Kontakt treten könnte, fand auch eine entsprechende Adresse, schrieb ihn an, natürlich erstmal mit nicht so viel Hoffnung. Hab ein bisschen meine Geschichte erzählt, ne, dass ich da nicht einfach nur irgendjemand bin, der da sich an der Geschichte bereichern will oder so. Und ihr glaubt es nicht, aber nach kurzer Zeit bekam ich eine Antwort. Das Gespräch war anfangs zögerlich, ist logisch, ne? Merkten aber ganz schnell, ja, nur ein Mensch, der so viele böse Dinge erlebt hat, kann sich auch in einen anderen hineinversetzen. Und Michael hat mir sehr viel erzählt aus seiner Heimerfahrung. Er war dort 10 Jahre und weitere 8 Jahre in Berlin. So Leute, wir sind jetzt angekommen. Es ging wieder über Stock und Stein durch den Wald. Aber wir sind jetzt da. Hier hinter mir seht ihr schon das Gebäude. Ein altes Kinderheim oder halt mehrere Gebäude. Wir werden jetzt erstmal uns langsam rantasten. Und dann werdet ihr natürlich noch weiteres sehen von innen. Und lasst uns bitte ein Like und ein Abo da. Ganz wichtig, unterstützt uns. Und viel Spaß beim Video. So Leute, wir sind wieder hier, wo wir gestern angefangen haben. Das erste kleine Häuschen, wie so eine Blechgarage dahinter. Ein riesen Holzanbau. Gucken mal hier, aber ich denke mal, hier gibt es nicht viel zu sehen. Das Dach ist Schrott. Die Tür ist zugemauert. Krass. Hier ist überall... Oh, hier ist... Ups. Wieso ist in einem Kinderheim überall Stacheldraht? So, wie gesagt, wir sind noch bei dem kleinen Häuseln. Die Tür ist zugemauert. Jetzt gucken wir mal hier. Mal ein bisschen aufpassen. Alles kaputt. Ich vermute ja, dass der Eingang vielleicht hinten ist. Und wieso ist hier alles mit Stacheldraht? Hier sehen wir quasi das Kinderheim, diesen Holzanbau von hinten. Aber ich sehe gerade, hier oben steht ja noch eine Hütte. Dahinter müsste das Gebäude sein, was gebrannt hat. Das hat man ja gestern schon entdeckt, dass hier jemand richtig viel Durst hatte. Guckt mal, hier hatte jemand wirklich viel Durst. Alles voll Flaschen und Gläser. Boah, der Baum ist krass. Guckt ihn euch an. Wahnsinn. Der ist echt mystisch, oder? Daneben das kleine Gebäude. Hey Hasi, wie ich vermutet habe. Hier ist alles offen. Guck mal. Die ist auch offen, fragst du dich, wie sind die herangekommen? Ich habe gerade entdeckt, hier oben noch ein großes Gebäude. Noch so ein Holzding. Was? Und was ist das jetzt hier? Das ist so eine Garage gewesen. Ach so. Gucken wir mal rein. Ja, hier ist noch ein Stück Auto drinne. Ja,
Radkappen von Ford. Keilriemen. Ah, hier war mein Auto drin. Das sind wahrscheinlich nur noch Überbleibsel hier. Aber krass, dass hier wieder alles noch drin ist. Was wahnsinnig altes hier. Stahldraht. Hier gibt es nicht wirklich noch was zu sehen. Ah, hier ein Stückchen Auto. Servobombe müsste das sein oder irgend sowas. Ja, na gut. Ach so, weil ich hatte gleich die Vermutung, dass es wie so ein Haus für, keine Ahnung, so ein Strafhaus, weil da überall Stacheldraht ist. Wieso mache ich denn Stacheldraht um meine Häuser? Circa 25 Jahre steht das ja brach. Denn hier waren Geländer, hier sieht man noch Eisenteile. Drüben sieht man noch ein Stück Geländer. Das ist alles wieder weg. Die Natur hat sich das alles zurückgeholt. Das ist immer wieder Wahnsinn. Und ich mache mir gerade wieder Gedanken, wie sah das hier mal aus? Ich habe alles gerade gesagt, hier muss doch eine Einfahrt gewesen sein. Ja. Wo ist das alles hin? Guck mal, hier sind keine Bäume. Mein Auto drinnen da sind nur noch Bäume. Aber das hier, guck mal, wo wir jetzt hochgehen. Das ist wie, als wäre das die Einfahrt gewesen, ne? Kann auf jeden Fall hier noch mehr rein. Aber hier, das Gebäude hat gebrannt. Das, was wir vorhin erzählt hatten. Es haben irgendwelche Vollidioten brand gesteckt. Von hier. Krass, Leute, guckt mal. Alles eingefallen. Aber da stehen noch die Schränke. Das ist das, was wir gerade von außen gesehen haben, diesen Holz. Diese Holzhütte, komplett eingefallen. Na klar, irgendwann, ne? Es regnet, es ist alles nass, hier wird nichts gemacht. Aber guckt euch das mal an. Rappelkiste, seht ihr es? Hängen übelste Stromkabel von diesem Schuppen hoch zu dem Haus und dann runter durch den ganzen Wald. Was ist das denn? Hasi, pass auf dort. Hier, guckt euch das an. Mittendrin ein Schrank. Oh je. Wo bist denn du? Kannst du nicht hier drin rumrennen? Hier, die Toiletten. Siehst du hier hinten noch irgendwas? Ich habe alles gefilmt, kannst du dir angucken. Traurig, echt traurig. Muss ich euch sagen. Was haben wir hier? Ach, auch ein Aufenthaltsraum. Ach du Schreck. Naja, ist auch alles hinüber. Ich hoffe, das Licht reicht aus, dass ihr ein bisschen was sehen könnt. Warte mal. Ich mach's noch ein bisschen anders da hinten. Der Teddybär. Das ist schon krass. Ja. Und hier ist wirklich alles. Alles in Gebrauch. Und hier
Gott, das ist auch noch ein riesengroßer Raum. Och Gott. Nur noch Möbel. Nur kleine Kinderschränke. Wahnsinn. Ach Gott, hier. Das ganze Bettzeug noch. Von den Kindern. Oder für die Kinder. Das sind doch alles solche Betttücher hier. Unglaublich. Unglaublich. Wahnsinn. Hier auch. Ein Schrank voller Betttücher. Noch so ein schöner alter bunter Schrank. Ja. Ja. Bleibt einem wieder ja, das Herz fast stehen. Das Langzeitheim Bergheimat und auch der Bergfrieden mit den verschiedenen Häusern wurde 1952 eingeweiht. Meine Recherchen beziehen sich auch auf diese Zeit bis Ende der 70er, obwohl es auch Aussagen gab von ehemaligen Kindern, die weit bis in die 80er Jahre gingen. Michael, der 10 Jahre im Heim Bergheimat war, sagte zu seiner dunklen Zeit, insbesondere zur Zeit der Familie F. Nach außen waren sie Ehrenleute, wie auch der Besitzer Doktor. Des Weiteren las ich Folgendes. Die Besitzer liebten Gänsebraten. Wenn wir Kinder ganz lieb waren, durften wir die Knochen abknabbern. Der Bergfrieden mit den verschiedenen Häusern war ein Verschickungsheim. Ich wusste, dass Anfang der 50er bis Ende der 80er Jahre sehr viele Kinder zur Kur geschickt wurden. Aber ich brachte das nicht in Verbindung mit einem Verschickungsheim und fing an zu recherchieren. Dabei las ich zum Beispiel dies. Zwischen 8 und 12 Millionen Kinder sind in der Bundesrepublik von Anfang der 50er bis Ende der 80er Jahre zur Kur geschickt worden, weil sie zu blass, zu dick, zu dünn waren, weil sie Asthma hatten, Tuberkulose oder Neurodermitis. In der Regel verbrachten sie 6 Wochen getrennt von ihrer Familie in Kinderkurheimen und Kliniken an der Nordsee oder in den Bergen. Statt gesund wurden sie krank. Krank gemacht. Weil an diesen Orten ein pädagogisches Regime herrschte, das sie schikanierte, misshandelte, ihre gesundheitliche Verfassung und ihre natürliche Schwäche ausnutzte. Ein Regime, das nicht das Kind und seine physische und psychische Gesundheit in den Mittelpunkt stellte, sondern mit dessen Konstitution und den Sorgen der Eltern Geld verdiente. Ein weiterer Auszug? Nicht zur Bestrafung, sondern auch öffentliches Beschämen, zur Schaustellung gehören zum klassischen Instrumentarium der schwarzen Pädagogik. Ich weiß inzwischen, dass es in den Heimen verboten war, nachts aufs Klo zu gehen. Oft waren die Schlafsäle abgeschlossen. Viele Verschickungskinder berichten, dass sie gezwungen wurden, ihren Familien Postkarten mit positiven Nachrichten zu schicken. Wir waren eingekerkert in einem System, das von außen nicht zu sehen war. Wir treffen ja keine drin. Wenn ja einer mit dem Knüppel steht. Ach du Scheiße, ja schon wieder. Haufen Chemikalien. Natrium, irgendwas Natrium. Ein Vogelnest. Hä? Da oben ist ein Vogelnest. Süß, überall, ja. Hm. Alles leer. So, und hier unten ist Heizraum. Ach so, hier ist wohl nur der Heizraum. Da tröpfelt ja auch schon alles. Ah, das ist nur der Heizraum. Okay, das ist jetzt nicht so spannend. Das Ding ist schon hier 5 cm voll Wasser, der Raum. Aber einfach nur krass. Da haben sie aber auch schon rumgefuhrwerkt. Ja, wie immer halt, ne? Ein weiteres Kind sagte, manche Kinder sind verschwunden und nie wieder aufgetaucht.
Hasi, ich glaube, wir sind Wildschweine. Guck dir das mal an. Hier, alles aufgewühlt. Mhm. Hier drüben. Ja, so. Ja, alles aufgewühlt. Stockt da noch aus. Und jetzt guck mal, wo die hingehen, was die für eine Spur machen. Wir gehen rein. Hier lang, hier hin. Die wollen und hier runter zu dem anderen, zu dem zweiten Gebäude. Hier. Ah, die wollen auch ein bisschen mit schnüffeln hier. Ja, ja, alles voll Wildschweine. Hey, guck mal, hier ist noch ein Tor. Hier war mal ein Eingangstor. Das ist so krank. Aber gebrannt hat es definitiv hier. Ey, mir tun die Feuerwehrleute so leid. Ne, ne. Hier ist kein Rankommen, hier ist kein... Nichts ist hier. Puh. Krass, was ist das? Leute, in dem oberen Fenster steht ein Bett. Hier steht einfach mal... Scheiße, man kann es nicht sehen. Oder? Hier steht einfach nur ein Bett mit einer Decke drauf. Total verkohlt, sieht man nicht, oder? Hier unten, das ist ja das, was wir gestern Abend gesehen haben. Ich weiß nicht, ob man da noch mal reingehen sollte. Puh, mal ein bisschen Licht hier. Ach du Schreck, komplett hinüber. Wenn ich das nicht durchreiche. Was, geh ich mal rein oder was sagst denn du? Sie sagt nichts dazu. So Leute, ich bin jetzt hier mal drin. In dem Ding, was hier komplett abgebrannt ist. Eigentlich bis auf die Grundmauern kann man bald sagen. Ich will trotzdem mal wissen, was hier noch so drin ist. Ach du Scheiße, es lebt mir doch der Mensch. Leute, guckt euch das an. Das ist ja doch mal ein Klavier. Ach Quatsch. Leute, hier steht ein Klavier. Das ist doch Wahnsinn. Sind sprachlos. Da geht natürlich nichts mehr. Das Ding ist komplett aufgegangen. Aber hier steht ein Klavier. Hey Leute. Das ist Wahnsinn. Warum lässt man das da hier drin stehen? Warum? Hey, das ist der Wahnsinn. Es geht nur kaputt, wenn man drüber streicht. Aber es ist doch krass, oder? Leute, hier wachsen die Pilze drauf. Also, dass ich das jetzt hier drinnen noch finde, hätte ich natürlich nicht gedacht. Und das fällt natürlich schon komplett auseinander. Oh, das tut in der Seele weh. Das ist so traurig. Couch, Tisch. Ja, hier war mal eine Küche. Hier hängen noch Bilder. Ich hoffe, es geht mit dem Licht, Leute. So, vielleicht. Irgendwelche Bilder. Das war mal eine Duschreiche hier. Küche auf jeden Fall. Meine Klinge. Dann gucken wir hier mal rein. Alter Schwede. Das ist schon unheimlich hier. Küche, beziehungsweise war eine Küche. Aber das Klavier, das ist immer noch der absolute Oberhammer. Kann man hier oben im Bett umstehen? Das sieht aus. Leider. Schade. Irgendeine Kaffeemaschine. Huch. Ja, du musst unbedingt hier reinkommen. Ich werde es mal Mandy noch nicht verraten, aber ich kann euch sagen, wenn die hier um die Ecke geht und das Ding sieht, fällt ihr von allen Klappen ab. Aber die kämpft sich jetzt erstmal hier rein. Seht das da hinten? Guckt sie. Ja, warte, ich gehe mal hin und helfe ihr. Wartet mal. Warte, ich komme. Ich habe was entdeckt. Draußen, also innen, aber von außen kannst du es nur sehen. Ey, wenn du das nicht siehst, dann was denn für den Blick fürs Detail? Eine. Aber das ist krass. Das muss ich dir unbedingt zeigen. Wir werden gleich mal sehen, Leute, ob Mandy den Blick fast Detail hat. Ich kann schon mal 1000 Fotos machen. Ja, hast du für mich auch mal recht? Ja. So, mal sehen, wenn sie es sieht. Ja, was passiert? Hat sie es nicht gesehen, aber gleich. Gleich wird es passieren. Es dauert nicht mehr lange. Ja, jetzt steuert sie schon drauf zu. Jetzt hat sie es gesehen. Nicht für Angst, oder? Steht hier ein Klavier. Ja. Mit Pilzen. Das ist der Wahnsinn, oder? Aber kann ich diesmal nicht spielen. Die kannst du mal lesen, wenn wir das ist. Ja, darfst du nicht drüber wischen. Geht gleich weg. Wahnsinn, oder? Hier, Leute, nochmal das Klavier. Lass es einfach mal wirken.
Alles eingeräumt in den Schränken. Schön erstmal wieder in dem Zeitalter, wo das hier war. Ist das Plastikgeschirr alles? Ja, das ist alles Plastikgeschirr. Krass. Hier in der Sitzecke. Alle gesessen haben. Eventuell ein paar Spiele gemacht haben. Die Sessel hier. Ich sag immer krass, sorry. Aber es ist einfach wirklich, also es, da stoppt einen der Atem. Es ist einfach so. Hier liegen Gardinen. Hier merkt man auch schon, wie der Ruß ja, den Raum eingenommen hat. Ja, wirklich seit was. Da sieht man auch schon, wie die Tür verschmort ist, also hier war auch ordentlich Hitze. Und hier ist doch was von einem Bildertisch. Bin ich mal gespannt. Oh, hier, Deutsche Bahn. Reiseverbindung von Andernach nach Wolfsburg. 15.09.2004. Es reicht ein Blick auf die Seite der Initiative Verschickungskinder, um zu sehen, dieser Eingriff in das kindliche Leben hat großes Leid zugefügt. Fast alle berichten von Esszwang, nächtlichem Toilettenverbot, haarsträubenden hygienischen Zuständen, Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit, Kontaktverbot zur eigenen Familie, Einschüchterung, die zu Angst und Schuldgefühlen führten. Haben mich meine Eltern verstoßen? Sehe ich sie jemals wieder? Was habe ich denn falsch gemacht? Eine Atmosphäre, in der seelische Grausamkeit gedieh. Aber auch Fälle von Prügel, Eisduschen, Strafmaßnahmen wie nächtlichem Wegsperren in die dunkle, kalte Kammer oder den Dachboden, also physischem, aber auch sexuellem Missbrauch, sind bekannt. Des Weiteren lese ich, in diesem Heim gab es nie Liebe, kein Verständnis, nur Regeln, Strafen und großen Druck in jeder nur denkbaren Form. Wir gingen im Ort in die Schule, das war der einzige Kontakt nach draußen, so ziemlich. Die Strafen reichten über Schläge, eingesperrt sein, an Heiligabend nicht teilnehmen dürfen, Beleidigungen vor allen, Essensentzug und stundenlang irgendwo in der Ecke stehen und Ausgrenzen aus der Gemeinschaft. In diesem Heim wurden Menschen erzogen, die im späteren Leben von vornherein keine Chance hatten. Alter Sessel. Schiebe Tür. Ah, ne, keine Schiebe Tür. Wenn die ist schon beim Aufwägen, was haben wir hier? Hier haben sie, oh, hier haben sie doch auch schon mal drauf Fahrer gemacht. Eindeutig. Die Idioten. Ach Gott, hier. Eine Eisenbahn. An den Wänden. Sehr viele der Kinder haben geschwiegen und sind dort verstummt. Leute, guckt euch das an. Wie das wirkt. Wahnsinn. Wie viele Räume sind denn hier? Krass. Das ist schon offen. Dort oben hängt mal eine Heizung. Einfach mal so. Einfach mal so. Okay. Oh, das hätte so wunderschön wieder aufgebaut werden können. Na, aber nein. Es wird immer so viel neu gebaut. Ja, nicht das alte nutzen. Feuerlöschung. Mein Bauch knurrt. Gittertor. Hier geht's in den Keller. Ging's in den Keller. Ich will gar nicht wissen, was da unten vielleicht abgegangen ist. Hier ist auch schon alles eingestürzt. Hängt eine Heizung oben. Krass. Das war mal die Treppe. Hui. Hier steht eine alte Bank. Aber der Keller... Nein, kann man nicht riskieren, aber ist schon krass, ne? Hier ist auch alles offen. Oh, Leute, wisst ihr, was hier steht? Seht ihr's? Seht ihr, was hier einfach mal steht? Seht ihr's? Doppelstockbetten. Hier. Krass, oder? Mensch, ich hänge. Ich hänge. Doppelstockbett. Da ist wahrscheinlich der Zwischenboden runtergekommen und das Dach und alles. Das hat es zweigeteilt. Hier steht noch eins. Komplett verrostet. Hier steht noch eins. Oh, nee. Wenn man sich jetzt vorstellt, die Leute, die hier drin lagen, die leben ja wahrscheinlich noch. Das ist wirklich
Ja, gut, das ist doch Wahnsinn. Wahnsinn. Auf unserer Tour waren wir jedoch nicht in dem Kinderheim Bergheimat. Das schafften wir dann zeitlich nicht, denn die Eindrücke waren einfach zu groß. Aber die Erfahrungen waren auf dem ganzen Gelände sehr ähnlich. Dann lese ich von einer Frau, die damals in dem Heim war. Links hatte er einen Raum neben seiner Werkstatt. Ja, da hatten sie mich 14 Tage eingesperrt. Und nur, weil ich Freundschaft geschlossen hatte mit den Jungs vom Erholungsheim Bergfrieden. Ich bekam einen Nachttopf, da musste ich meine Notdurft verrichten. Die Fenster waren vergittert. Ich war zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt, als man mich einsperrte. Ich musste so lange alleine in dem Zimmer sein. Die Tür war übrigens abgeschlossen, bis die Kinder von dem Erholungsheim Bergfrieden abgereist waren. Wir sollten immer ehrlich sein, aber Ehrlichkeit wurde dort bestraft. Bestraft wurde man auch, wenn man zu lange gegessen hatte. Ich war immer hungrig irgendwie, wohl weil es mir an Liebe und Wärme fehlte. Die gab's ja nicht. Sie erzählte noch, naja, Weihnachten werde ich nicht vergessen. Ich durfte nicht dran teilnehmen, weil ich natürlich wieder irgendetwas angestellt hatte. Man wurde ja immer bestraft. Für im Grunde nichts. Mittags wurde gegessen im Raum, wo sich der Fernseher befand. Danach mussten wir Kinder auf unser Zimmer. 16 Uhr gab's dann Kaffee und Schokolade. Ich durfte nur mittags essen. Dann war der Tag für mich gelaufen. Während die anderen Kinder um 16 Uhr Kekse bekamen, ein Schokogetränk und zusammen sangen, saß ich alleine im ersten Stock auf der Treppe und habe gelauscht. Es war so schlimm. Ich saß da in meinem Nachthemd, bekam mit, wie dann Bescherung war, immer so um 18 Uhr. Ich saß auf der Treppe zum ersten Stock. Links davon war eine riesige Scheibe. Man konnte hinaussehen. Ich schaute zum Himmel und sagte, wenn es einen Gott gibt, der kleine Mädchen bestraft, für nichts, dann will ich an diesen Gott nicht glauben. Wir wurden ja christlich erzogen. Wir mussten immer beten, vor dem Essen, nach dem Essen, vor dem Schlafen gehen. Ich habe fortan mit meinen 12 Jahren nicht mehr an einen Gott geglaubt. Mit 14 Jahren wurde ich zwar konfirmiert, aber das habe ich nur getan, weil es dafür Geschenke gab. Dass alles zensiert wurde, was an Paketen oder Briefen kam, war auch so. Meine Oma schickte mir ein Päckchen, das wurde geöffnet. Man nahm die Sachen heraus. Die Uhr bekam ich nicht. Man meinte, eine Uhr bekomme ich erst, wenn ich die Uhrzeit auswendig kenne. Das muss man sich mal überlegen. Die haben einem nicht mal rechtzeitig die Uhrzeit beigebracht. Auch in den Keller traute ich mich nie zu gehen. Ich hatte Angst vor Kellern. Leute, was ist denn hier noch los? Klarfilmisch. Das ist so krass. Obwohl man denkt, hier ist nichts mehr da, ist hier noch so viel. Mein Herz hat mich gebrannt. Aber Wahnsinn, wie viele Räume hier unten der Wegen noch sind. Das erstaunt mich. Geh ich erstmal zurück. Guck mal, wenn die ist. Das war der Raum, wo nicht hier ist. Das sind noch zwei Räume. Wie viele Räume sind denn hier? Das ist Wahnsinn, ne? Und vor allen Dingen überall noch Haufen Zeug drin. Vor allen Dingen sieht ja deutlich, dass ich da. Nachdem es geschlossen hat, die paar Jugendliche eingenistet haben. Ist ja schön, da sollen sie ihren Spaß haben. Aber warum zünden die das an? Mann. Liegt sogar noch ein Pulli von dem Kind. Oh. Krass. Hier ist unsere zugemauerte Haustür. Weil wir jetzt praktisch nicht mehr davor stehen, sondern dahinter. Hier ist der Notfallleiter, die nicht mehr zu benutzen ist. Und hier über uns ist abgebrannte Decke und hier ging mal hier ist so eine Dusche. Treppe hoch. Die man natürlich nicht mehr benutzen kann. Jetzt gucken wir mal hinter. Vorsichtig.
hier noch so ist. Matratzen. Auf jeden Fall Räume, wo die Kinder geschlafen haben. Hier auch Doppelsteckbetten. Oh Gott. Wir haben die kleinen Kerle geschlafen. Ach Gott, hier noch ein selbstgemachtes Bild. Hier war mal ein Auto drauf, aber das ist auf jeden Fall mal selber gemacht worden. Ja, und hier drauf haben die gepennt, die kleinen Kerle. Und hier haben sie rausgeguckt im Wald. Boah, schön ein bisschen dunkel als kleiner Junge, hätte ich schon stark gefürchtet auf jeden Fall. Liegen die Matratzen. Was haben wir hier noch? Oh Gott. Kleines Kinderzimmer. Ja, hier ist auch ein Bett. War hoch an der Wand gestellt. Dort ein kleiner Kleiderschrank. Ah, hier kommt ja auch schon alles runter. Gefährlich, gefährlich. Ist ja was drin in dem Schrank. Gucken wir an der Ecke. Und noch Kleiderhaken. Aber hier. Tapete mit Schiffchen. Hier auch Anker und Schiffe. Überall an der Wand. Hm. Und hier. Das war auch ein Zimmer. Ja, es war ähnlich. Auch Bett drinne. Da läuft mir es eiskalt über den Rücken, wenn ich das alles sehe. Ja. Bin ich nochmal in dem Raum. Die kleinen Kerle hier gepennt haben. Inzwischen ja eigentlich kalt wirkenden Räumen. Muss man also sagen. Alle hatten so ein Regal, ihr Bett, du brauchst dann schon was. So Leute, wir sind jetzt unterwegs zum nächsten Haus. Drei große Häuser befinden sich hier mitten im Wald. Und jetzt machen wir zum nächsten, dem ersten, wo wir jetzt drin waren, was wir euch gezeigt haben, was so abgebrannt war. Hätten wir nie erwartet, dass wir noch so viel da drin finden. Ja, wir haben gedacht, wir können von außen mal ein paar schöne Fotos machen. Und das war's. Und jetzt geht's zum nächsten. Das steht da hinten. Und dann gehen wir noch ins dritte, was uns eigentlich, denke ich mal, am meisten zeigen wird. Wo wir gestern schon mal richtig drin waren. In dem, wo wir jetzt hingehen, da haben wir ja gestern nur von außen geguckt. Das war das, wo der Treppenaufgang war und dann war, wenn du da nicht aufgepasst hast, wärst du dort in das Wasser gefallen. Glaubst du? Hey, wo rennst du hin? Ich mach schon wieder Fotos. Ich mach schon wieder Fotos. Meine kleine Maus. So, und ich mal drüben an das nächste Gebäude. Weitere Auszüge aus dem Leben der ehemaligen Heimkinder gibt's in Teil 3. Seid gespannt! So, da sind wir am nächsten Haus und gucken erstmal, wie wir reinkommen. Ich denke mal hier unten. Ich sehe die Pflanzen hängen da drin. Ist ja schon mal was drin. Ach! Hier haben wir gleich wieder die Heizungsanlage wie vor uns schon. Und ein Handwagen. Super. Ja, eine Küche. Heizungsanlage. Damals Schweinegeld gekostet und steht jetzt hier rum und vergammelt. Gut. Oh ja klar. Klopft die erstmal an hier, nicht erschrecke.